1971 sind sie nachgeholt worden, da waren sie gerade 10 Jahre alt. Ja, das war schon ein gewisser Stolz, der einen erfüllte, weil Deutschland galt als das gelobte Land. Also muss man schon sagen, die Gastarbeiter, die schon hier waren und runterkamen, die haben natürlich geprahlt. Ne? Man hatte Arbeit, man hatte Geld, man hatte Güter, man konnte sich gut versorgen, man konnte was auf die Seite legen, man konnte sich ein Auto kaufen. Die meisten hatten ja keins. Ne? Das waren dann schon so Sachen, die einen positiv gestimmt hatten. Und ich hatte einen gewissen Stolz. Und meine Kameraden, die haben schon, boah, der geht nach Deutschland. Ne? Das war dann schon so. Auf der anderen Seite waren natürlich Trennungsängste da. Ne? Ich verlasse, ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Ich war noch nie in Deutschland. Und das, was meine Eltern erzählt hatten, das war Erwachsenensprache, das war nicht Kindersprache. Das habe ich nicht so verstanden, wie die das erzählt hatten. Ne? Also es war schon gemischte Gefühle, aber doch mit Stolz, weil keiner hat gesagt, schade, dass du gehst. Also eventuell schon, aber es war mehr so, boah, du gehst nach Deutschland. Also das war richtig vordergründig und das war das Thema. Ne? Und ich war dann stolz wie Oskar. Das war ja klar. Ne? Sie sagen, es wurde schon bereits berichtet von ehemaligen Gastarbeitern, die wieder zurückgekommen sind. Was für ein Bild hatten Sie von Deutschland? Oder hatten Sie überhaupt ein konkretes? Ja, ich hatte ein Bild, das war märchenhaft, weil ich mir das bildlich gar nicht so richtig vorstellen konnte. Aber aufgrund der Erzählungen kann man sich ja irgendwie als Kind ja auch was zusammenreimen. Auf jeden Fall war das alles positiv. Wenn meine Eltern runterkamen in Urlaub, dann haben sie Spielzeug mitgebracht, dann haben sie Sachen mitgebracht, die gab es damals bei uns unten nicht. Und deshalb war das natürlich schon was, boah, ne? Wenn die das schon mitbringen und da muss es ja noch viel mehr geben. Und dann haben sie erzählt von Spielplätzen und Fußballplätzen. Und wir hatten gar nichts mehr. Wir haben auf der Straße gekickt, meistens barfuß oder irgendwo auf dem Rasenstück. Ne? Das war, wenn wir mal einen Ball hatten, war ja schon das höchste der Gefühle. Und ja, man hatte schon so ein Bild, ne? Dass sich da gut leben lässt. Wenn ich mal ein Eis kaufen konnte, das war schon viel. Ne? Da habe ich meistens bei der Oma ein Ei unterm Huhn geklaut und bin dann zum Eismann hin. Der kam dann mit so einem kleinen Motorrad vorbei, mit so einer Tonne, wo sein Eis drin hatte, und dann habe ich eine Kugel für ein Ei bekommen. Ne? Also das waren so die Standards. Und ja, also man hatte da schon sich bildlich einiges ausgemalt, aber man konnte es nicht in wirklichen Bildern, sondern es waren mehr so märchenhafte Wunschvorstellungen oder keine Ahnung, was auch immer. Aber es war nur Positives. Also man hat nur Positives erzählt und hat es gelobt und war stolz, hier zu sein. Und es hat dadurch übergeschwappt. Ne?